Ich heiße Ulrich Klebmann, bin 63 Jahre alt und kandidiere jetzt für den Stadtrat. Damit schließt sich so etwas der Kreis. Ich habe mit der Kommunalpolitik angefangen, habe dann über 20 Jahre in verschiedensten Verwaltungen gearbeitet, auf kommunaler Ebene, auf Bundesebene, auf Landesebene. Und jetzt schließt sich der Kreis und ich möchte gerne wieder in die Kommunalpolitik einsteigen. Ich lebe unglaublich gerne in Koblenz. Es ist eine tolle Stadt, die für mich genau die richtige Größe hat. Sie bietet kulturell sehr viel. Wir haben ein sehr reichhaltiges Kulturleben, ein tolles Theater, viele Festivals, die hier in der Region stattfinden. Aber man ist auch schnell in der Natur. Man kann wandern. Man hat das Welterbe Oberes Mittelrheintal, eine wunderschöne Kulturlandschaft. Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte auch hier wohnen bleiben. Ich möchte in den Stadtrat, weil ich glaube, dass ich meine langjährige Erfahrung in der Verwaltung sehr gut einbringen kann. Ein Stadtrat muss ja die Verwaltung kontrollieren. Insofern ist es gut, wenn man weiß, wie Verwaltung ticken, wie gearbeitet wird. Und insofern kann ich diese langjährige Erfahrung sehr gut einbringen. Meine Themen sind natürlich insbesondere im Bereich der Umweltpolitik. Ich möchte eine ökologische Stadt Koblenz, die auch einen Nahverkehr hat, der den Namen verdient. Insofern möchte ich mich einsetzen, dass Koblenz wirklich eine Vorzeigestadt wird für eine ökologische Verkehrspolitik. Insofern freue ich mich auf die Arbeit im Stadtrat. Die große Herausforderung unserer Zeit ist der Klimaschutz. Wir hatten im Jahr 2018 eine lang anhaltende Dürreperiode, Starkregenereignisse. Wir brauchen eine ökologische Siedlungspolitik, wir brauchen eine ökologische Verkehrspolitik. All das möchte ich gerne auch im Stadtrat mit vertreten. Aber ganz besonders ist mir auch wichtig die regionale Zusammenarbeit. Wir haben eine starke Region. Ich trete dafür ein, dass wir hinkommen zu einer Regiopolregion, um die Zusammenarbeit in der Region zu fördern.